Wer in der Vergangenheit in der Welt von Monster Hunter auf Monsterjagd gegangen ist, konnte dies auf den unterschiedlichsten Plattformen tun. Auch in Monster Hunter Stories stehen die dinosaurierartigen Wesen im Mittelpunkt. Doch anstatt diesen wie gewohnt in Echtzeit beizukommen, setzt der von Capcom entwickelte Titel auf ein rundenbasiertes Kampfsystem und ist daher kein Actionspiel, sondern viel eher im Bereich der JRPGs angesiedelt. Nun hat Capcom Monster Hunter Stories 1 einen neuen Anstrich verliehen und dieses erstmals für Konsole wie PC veröffentlicht. Ursprünglich erschien Monster Hunter Stories 1 2016 bzw. 2017 in Europa für Nintendos 3DS Handheld-Konsole. Wenig später folgten die Versionen für iOS und Android, während Konsolenspieler sich bis heute gedulden mussten. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin hingegen wurde 2021 direkt für Nintendo Switch und Steam veröffentlicht und bekommt im Zuge des Remasters der 3D-Fassung des Erstlings zusätzlich einen PlayStation 4 Release spendiert. Grundsätzlich ist auch die Remaster-Version von Monster Hunter Stories das gleiche Spiel wie das 3DS-Original, kann aber mit einigen exquisiten Verbesserungen aufwarten. Gab es in der Ursprungsversion lediglich punktuelle Sprachausgabe, wurde die Neufassung vollumfänglich mit einer entsprechenden Synchronisation ausgestattet. Dies inkludiert nicht nur die englische, auch die japanischen Sprecher mussten vor dem Mikrofon vermeintliche Überstunden schieben. DLC-Freunde dürft es zudem freuen, dass alle zusätzlichen Inhalte ebenfalls im Remaster enthalten sind und das direkt von Anfang an. Mit der Ausnahme von Postgame-Content, aber das versteht sich ja von selbst. Wer sich über das eigentliche Spiel hinaus mit Monster Hunter Stories auseinandersetzen möchte, kann sich dank des neu hinzugefügten Galeriemodus über Hintergrundinformationen zum Spiel und dessen Entwicklung freuen. Davon jedoch abgesehen ist Monster Hunter Stories 1 eben jenes Spiel, das wir bereits auf dem Nintendo 3DS 2016 bzw. 2017 erstmals spielen konnten. Hier übernehmen wir die Rolle eines selbstgestalteten Charakters, dessen größter Wunsch es ist, ein sogenannter Rider zu werden. Dies sind Jäger, die sich ihren Platz in der von Monstern bevölkerten Welt erkämpfen müssen. Im Gegensatz zum typischen Monster Hunter-Erlebnis finden die Kämpfe dabei rundenbasiert statt. Die Spiele übernehmen hierbei nicht nur die Kontrolle der eigenen Spielfigur, auch gesammelte bzw. ausgebrütete Monster, genannt Monsties, stehen als Partner bereit und helfen den Spielenden bei den zahlreichen Konfrontationen. Natürlich darf der Einsatz verschiedener Heil- und Kampfgegenstände nicht fehlen, während wir im Dorf unsere Waffen und Rüstungen verbessern und vieles mehr. Monster Hunter Stories ist eine willkommene Abwechslung für all diejenigen, die zwar in der Welt von Monster Hunter unterwegs sein möchten, aber nicht zwangsläufig selbst mit Schild und Schwert auf Monsterjagd gehen wollen. Der JRPG-Ansatz bringt entsprechend frischen Wind in die Welt der Serie. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass es sich hierbei um das Remaster eines Nintendo 3DS-Spiels handelt, weshalb trotz entsprechender Maßnahmen keine Grafikwunder der Marke The Last of Us oder Red Dead Redemption 2 zu erwarten sind. Dennoch und gerade für Genrefans lohnt sich der Blick in das Spiel allemal.